Eine gefährliche Wetterlage mit teils kräftigen Schneefällen und gefrierenden Regen steht uns bevor. Und damit hallo und herzlich willkommen aus dem TV-Studio des Deutschen Wetterdienstes. Verantwortlich hierfür ist eine Luftmassengrenze, die sich im Laufe des morgigen Mittwochs über die mittleren Landesteile legt und südlich davon fällt zeitweise gefährlicher, gefrierender Regen mit erhöhter Glättegefahr. Im Laufe der kommenden Nacht verlagert sich nämlich ein Niederschlagsgebiet von Südwesten in die Mitte und dabei tritt in der Früh vor allem in den südlichen Landesteilen gefrierender Regen mit erheblicher Glättegefahr auf. Im Verlauf verlagert sich dann das Niederschlagsgebiet in die Mitte und im Süden strömt dann deutlich mildere Luft ein, sodass im Laufe des Tages sich hier die Glättesituation allmählich entspannt. Dann erwarten wir allerdings in einem Bereich von Rheinland-Pfalz, Saarland bis nach Südhessen und Nordbayern eine teils sehr gefährliche Glättelage, denn hier erwarten wir extremes Glatteis durch länger anhaltende Regenfälle bei negativen Temperaturen. Und damit müssen wir auch mit erheblicher Eisbruchgefahr in diesen Gebieten rechnen. In den anderen Gebieten, in den rot schraffierten Gebieten in Richtung Osten, haben wir ebenfalls gefrierender Regen, allerdings etwas schwächerer Intensität. Allerdings muss auch hier mit erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr gerechnet werden. Ein weiterer Punkt ist der kräftige Schneefall, der sich nördlich der Luftmassengrenze formiert und davon ist vor allem ein Bereich von der Eifel über Mittelhessen bis nach Thüringen betroffen, wo wir teils unwetterartige Mengen zwischen 15 und 30 cm erwarten, gerade in den westlichen Staulagen teilweise auch noch höhere Mengen um oder sogar über 30 cm innerhalb von 12 bis 24 Stunden. In dem Ockernen Bereich tritt ebenfalls teils kräftiger Schneefall auf. Allerdings sind hier die Mengen etwas geringer. Hier liegen wir meist bei 5 bis 15 cm. Inwieweit sich die Luftmassengrenze noch etwas nach Norden oder etwas nach Süden verlagern wird, da bestehen noch größere Modallunsicherheiten. Deshalb halten Sie sich bitte auf dem Laufenden. Auf unserer Website finden Sie jederzeit aktuelle Informationen oder auch in unserer Warnwetter-App. Und damit verabschiede ich mich aus dem TV-Studio des Deutschen Wetterdienstes. Bis bald. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.